Felipe, Dave is faster than you. Confirm you understood the message. Alright, ihr Lieben, let's go mit der neuen Season. Aktuell, was die Performance angeht, vor Alpha Tauri, vor Alpha Romeo. Wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und jetzt geht's los. 10 Rennen in dieser Saison. Monaco ist das Debütrennen. Mal gucken, wie es hier läuft. Es war auf jeden Fall schon mal ein inneres Blumenpflücken mit Felipe Massa, das Training zu fahren, weil der hat 450 Punkte, glaube ich, beigesteuert. Mehr als Schwarzmann in der ersten Hälfte der letzten Season und ich glaube auch mehr als unser anderer Mate. Und wenn wir das Upgrade haben, bam, Alter, dann sind wir an Alfa Romeo, Williams und Haas vorbei bei der Aerodynamik. Und das hier wahrscheinlich auch noch. Zählt auch noch rein, ja. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass das läuft. Das Fahrzeugdesign ist noch nicht ganz final, habe ich gemerkt. Unter anderem ist der Regenbogen am Halo weg. Wird auf jeden Fall zum nächsten Rennen Comeback feiern. Vielleicht überarbeite ich die Livery, weil ich matt irgendwie ein bisschen mehr mag als das Glänzende. Das spiegelt mir vielleicht ein bisschen zu viel. Aber gucken wir erstmal, wie es im Quali läuft und dann im Rennen. Alter, 4 Zehntel fast nochmal rausgeholt. Nice one, damit bin ich an Felipe vorbei. Yes! P14 aktuell. Okay, das reicht, denke ich mal, safe für Q2. Come on. Was ist denn da gerade hinter uns passiert? Also ich dümpel gerade in meiner Quali-Runde durch, damit ich keine Dingszeiten habe, damit es keine simulierten Zeiten gibt und hier einfach ein Haas. Ja, der ist es. Was ist mit ihm? Wer ist es? Mazepin oder? Ich glaube, das Bremsproblem ist tatsächlich, wenn ich den Frontflügel hochstelle. Warum auch immer. Okay, es ist echt schwer, die Jungs da vorne noch einzuholen. War eine ganz gute Runde, aber ich glaube, mehr ist nicht wirklich drin. Viel mehr ist nicht drin. Naja, hüpfen wir mal einfach mal ins Rennen und gucken, was geht. Alrighty, Lieben. Wir fahren eine 2-Stop-Strategie in Monaco. Das ist wie immer die angenehmste Strategie. Und Medium-Reifen sind die besten Reifen in Monaco. Muah. Vielleicht werde ich auch den mittleren Stint auf Soft fahren. 15 Runden kann ich die Softs fahren. Okay, vielleicht ein bisschen weniger. Mal schauen. Gehen wir rein. Okay, Leute, let's go. Rein ins Rennen. Saisondebüt in Monaco. Ich bin bereit. Felipe!
Nicht mit dem McLaren kollidieren. Okay, jetzt wird es ein bisschen langsam. Ja, es ist schön, dass ein Teamkollege mal einen selbst im Quali besiegt. Das finde ich sehr angenehm. Er könnte jetzt auch punkten. Hoffentlich tut er das dann auch. Ah, ich glaube, Philippe hat Frontflügelschaden. Der ist sehr langsam gerade. Oder die harten Reifen zünden nicht. Okay. Did you like what you see? Manchmal muss man senden. Okay, 10 Sekunden zu Ricardo, let's go. Felipe, Dave is faster than you. Confirm you understood the message. Ciao, Philippe. Versuch dich trotzdem dran zu hängen, Mate. Okay, 11,5 Sekunden zu Ricardo. Mal gucken, wie wir jetzt aufholen. Ich guck vielleicht nochmal auf Startziel. Dann haben wir einen repräsentativen Punkt, wo wir immer wieder drauf schauen können. Okay, 11,5 Sekunden. Das ist ein repräsentativer Punkt jetzt. So. Dave ist quick. Und Charles Leclerc war an der Box und auch Max Verstappen ist an der Box gewesen. Max Verstappen kommt vor uns wieder raus, 5,5 Sekunden zu Ricardo und Charles Leclerc kommt hinter Perez wieder raus. Ja, und die Jungs, die jetzt an der Box schon waren, die werden vermutlich 2-Stop fahren, denke ich mal. Das bedeutet, dass ich eigentlich sogar gerade eine kleine, ganz, ganz feine Chance habe, vielleicht Sergio Perez und Charles Leclerc im weiteren Rennverlauf zu besiegen. Ich werde versuchen, die Medium-Stints nochmal in die Länge zu ziehen. Also etwa 33, 34 Runden etwa. Ich werde wirklich versuchen, die Softs sehr, sehr kurz nur zu verwenden. Man merkt es ja auch anhand der Pace von Alonso und Ricardo. Die Medium-Reifen, die sind ab einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon deutlich besser als die Softs. Frage ist natürlich auch, gilt es für alte Mediums, aber sagen, ich probiere es einfach. Alonso jetzt vor Ricardo an der Box. Ich hoffe, dass Ricardo ihn nicht overcutten kann. Sainz war ebenfalls drin. Sainz mit Mediums draußen, Alonso vermutlich auch. Die Frage ist, kommt Alonso vor oder hinter Massa wieder raus? Das wird spannend jetzt. Ich glaube, entweder, also es wird wahrscheinlich eher in Richtung Massa tendieren. Mal gucken. Oh nein, er kommt dahinter raus. Okay. Wir werden auf jeden Fall Alonso und Ricardo easy snack bekommen, wenn Ricardo jetzt in dieser Runde reingeht. Ricardo an der Box, Vettel an der Box. Vettel ist auf Mediums gestartet oder ist er jetzt auf Wechsel? Nee, jetzt auf Mediums gewechselt, okay. Okay. Ja, damit sind wir aktuell auf P4. Das wird sich natürlich ein bisschen ändern, aber nicht schlecht. 3 Sekunden hinter Hamilton. Not bad.
39. Okay, danke, Leute. Ey, wir kommen vor Valtteri Bottas wieder raus. Ich kann's nicht fassen. Nee, 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 nee. Du bleibst neben Perez. Ich weiß noch, als die beiden Mercedes mich in der letzten Season in Monaco aufgehalten haben. Tja. What goes around comes around, Diggi. Okay, Leute, wir haben die ersten Überrundungen. Oh je, nee, das wird ein bisschen Zeit kosten, denke ich. Auch wenn die Überrundungen meist deutlich besser jetzt ausfallen. Ja, was für Reifen fahren die denn vor mir? Harte Reifen, okay. Das heißt, potenziell könnte ich einer weiteren Überrundung aus dem Weg gehen, wenn ich einfach ein bisschen... Ich muss halt einen Boxenstopp prinzipiell rausfahren, weil sonst kommen wir irgendwann zu einer weiteren Überrundung. Okay, vorbei am ersten Williams. Alter, die harten Reifen sind so off-pace, man sieht es halt hier einfach gerade schon. Die harten Reifen sind richtig schlecht. Okay, wir haben über 60% der Batterie. So, frische Softs. Für so 8 Runden oder so und dann raus wieder. Let's go. Ja, 35, nee, 36 Runden sogar auf den ersten Mediums gefahren. Sollte passen. Schneller Stopp. So, jetzt paar Runden Power und dann Mediums und wieder Power. Alter, ich wäre mir fast den Frontflügel kaputt gefahren. Ich glaube, in Runde 45 wollte ich jetzt an die Box kommen. Let's go. Ja, ich muss halt pushen. Die Pushphase in der Mitte soll dazu dienen, dass ich die Lücke zu Vettel und Co. schließe und dann Undercut mit den Mediums machen kann. Mal gucken, ob das klappt. Daher auch eine extrem kurze Phase auf Soft nur. Ja, ich muss wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und hinter Alonso wieder rauskommen. Aber vielleicht können wir die Lücke ja nach vorne zufahren. Mit den Softs hätte ich jetzt nichts mehr aufgeholt. Ja, ich hole gerade auf frischen Mediums keine Zehntel zu Alonso auf. Also, wir scheinen ein Motorproblem zu haben. Scheint ein Codewort zu sein für du bist ab jetzt mindestens mal eine halbe bis ein oder vielleicht sogar 2 Sekunden langsamer. Ah, oh, es ist so bitter. Es ist so bitter. Na gut, immerhin, wir werden noch vor Ricciardo ins Ziel kommen, also P8. Schade, ich hätte gern gewusst, was die Strategie machen kann. So, wir sind seit 6 Runden oder so auf dem Reifen unterwegs und jetzt rechnet man jedes Mal 1 Sekunde raus. So. Wir wären vor Valtteri Bottas gewesen. Ohne Motorprobleme wären wir safe bei Valtteri Bottas gewesen, vorausgesetzt die Motorenprobleme kosten uns 1 Sekunde. Wir hätten das Podium besuchen können, wenn wir sogar vor Valtteri rausgekommen wären. Ich fass es nicht. Oh Mann, es ist so bitter. Ich war jetzt gerade 1.11.8er-Zeiten und wir sind in Runde 12, 13, 14, 1, 11, 5 gefahren ungefähr. Das heißt, wir fahren jetzt mit diesem Motorproblem langsamer als am Anfang mit ungefähr 40 Runden mehr Sprit. Das ist sehr belastend, aber ja, wir haben hier an der Stelle durch die Motorenprobleme ein Podium verloren. Safe. Ich wäre mindestens an Alonso rangefahren und das hätte wohl gereicht für Podium.
Ach, cool. Problem wurde also gefixt. Ja, schön. Mal gucken, ob unsere Zeiten auf wundersame Weise jetzt plötzlich eine Sekunde schneller werden. Wobei die Reifen natürlich jetzt ein bisschen alt sind, aber mal gucken. Sollte drin sein. Oh, plötzlich kann Norris nicht mehr mithalten. Plötzlich ist er aus dem DRS-Fenster raus. Erstmals seit 10 Runden. Was passiert hier? Okay, lol, Valtteri Bottas geht nochmal an die Box. Der geht auf Softreifen. Okay, kannst du machen, Dude. Da muss ich einen der OPs nicht mehr überholen. Alonso jetzt. Let's go. 1-10er Zeiten, konstant. Ja, endlich. Ich hol über 2 Sekunden pro Runde auf, Alter. Ja, ich krieg den locker. Und Ricardo auch. Oh Gott, das könnte noch ein Podium werden. Warte mal. Selbst mit Motorproblem könnte es jetzt gerade ein Podium werden. Die sind alle super langsam. Let's go. Gas geklappt. Wie geil Hamilton und Verstappen tatsächlich einfach alle überrundet haben. Das ist ja mal echt crazy. Ja, so viel zu. Ein Stop ist Meta. Ich bin die Meta. Bam! Ach lol, mir fällt gerade ein, ich hätte nicht mal bis Runde 78 warten dürfen, um alle zu überholen. Wir haben die letzte Runde gerade, Leute. Wir haben die letzte Runde. Hamilton und Verstappen haben alle überrundet. Boah, und ich habe noch nie härter für den Sieg gekämpft als hier. Für ein Podium. Wie auch immer. Scheiß drauf. Egal, die Formulierung ist egal. Die Position ist egal. Es ist einfach nur wichtig, dass es das Podium ist. Mit Motorproblemen. Mit einer Strategie, die es eigentlich funktioniert hätte. Aber mit Motorproblemen habe ich nicht dran geglaubt. Wir haben pro Runde zu Alonso eine Sekunde verloren. Und jetzt waren wir pro Runde 2,5 Sekunden schneller, ey. Yes! Ey. Scheiße, ey. Oh Mann, ey. Ich bin so dankbar dafür, dass ich mittlerweile die Videos schneiden lasse. Weil ich, es tut mir leid an alle im Stream, dass ich so salty war. Ah, im VOD wird man hoffentlich nichts mehr davon merken. Aber ich war so unendlich salty zwischendurch, ey.
quick. Overall winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive. You're the world champions! Vielen Dank für den ganzen Support, Leute. Mach mal die Paypal auf, Digi. Oh Mann, ey, wie ich zwischendurch gekotzt habe, dass das nicht gepasst hat. Ich habe zwischendurch so gekotzt, dass wir nur wegen eines Motorproblems nur Zehnter werden, statt potenziell aufs Podium zu fahren. Ich war sogar sehr vorsichtig mit meiner Prognose, wenn man es mal mit dem Ausgang vergleicht. Wenn man es mal mit dem Ergebnis vergleicht, war ich so vorsichtig. Bei meinen Aussagen, was wir hätten schaffen können. Ich habe gesagt, ohne Motorprobleme wäre es ein Podium gewesen. Und es ist mit Podium geworden, mit Motorproblemen. Oh Gott. Oh Gott. Driver Statics 15 Punkte. In der Konstrukteurswertung sind wir auf der 4 hinter Ferrari, Mercedes und Red Bull. So, nun sind wir wieder im Hauptquartier. Rein. Also erstmal schauen wir, dass wir hier alle möglichen Programme mit reinnehmen. Ja, und dann geht's bald in eine Season Break. Und ja, bei der Weiterentwicklung müssen wir schauen. Jo, und wir gucken mal, ob wir was bei den Facilities gerade anpassen können. Vielleicht irgendwo Resource Point Generation auf 2. Ja, können wir machen. Vielleicht, wenn wir... Ja, wir machen den Fokus natürlich hoch. Acclaim ist mir ja im Prinzip egal. Ich will ja nur, dass er schnell fährt. So, und im Idealfall hat er weniger Acclaim, damit wir ihn günstiger... Ich glaube, dass es so funktioniert, dass wir ihn günstiger halten können. So, haben wir hier vielleicht ein paar Punkte, damit wir... Neues Upgrade. Damit wir was Neues in Entwicklung aufgeben. Ja, wenn wir ein paar Pünktchen noch hätten, etwa 200 Punkte mehr, dann geht da was. Oh, jetzt kommt eine Menge. ECU ist auch fertig. Wir könnten... Nee, wir sind nicht vor Alpine. Schade. Wir könnten von Alpine sein, hätte ich mir gerade so ein bisschen erhofft. Ansonsten hier brauchen wir Stufe 3 mittlerweile für die 5 letzten Upgrades. Und hier sind wir auch schon ganz gut unterwegs. Ja, Fuel Efficiency braucht halt kein Mensch, oder? Kann man halt mal sein lassen, ne? Ach, warte mal. Moment. Natürlich noch eine Abteilung ausbauen. So, jetzt ist die Frage. Machen wir Stufe 3? Auch bei Aerodynamik könnte ich etwas auf Stufe 3 machen. Oder gehen wir für Resource Point Generation? Ich würde sagen Stufe 3. Ich gehe jetzt auf Stufe 3 und gut ist. Weil dann schalten wir alle möglichen... Ich kenne tatsächlich im Spiel nicht den Unterschied zwischen Awareness und Racecraft. Wenn du Racecraft hast, dann ist deine Awareness auch entsprechend höher halt. Ja, mach Yoga. Komm, dann ist deine Awareness höher. So. Und dann gehen wir weiter. So. Damit haben wir ungefähr eine Million nochmal plus bekommen. Wir sind bei 7,36 Millionen. Fast können wir hier noch was ausbauen. Wir können tatsächlich bei dem Motor, ja, beim ERS was entwickeln. Rein! Und das wäre bis Ungarn fertig. Finde ich gut. So. Starten wir die Season Break. Wir gehen zu einem F1 eSports Event. Ja, und jetzt machen wir nochmal ganz kurz. Oh, geil. Aero ist auch was fertig geworden. Und wir haben noch ein neues Dings hier. Ja, Fokus hoch. Sehr gut. So, super. Let's go. Facility auf Stufe 3 bringen. Und damit können wir sogar, ich glaube, doch unendlich viele Teile parallel entwickeln in der Aerodynamik. Das ist cool, weil das heißt, dass ich für eine ganze Weile, da ich jetzt auf Stufe 3 bin, keine überschüssigen Ressourcenpunkte mehr haben dürfte. Oder nur minimal. Und wir sind bei der Entwicklung vor Alpine. Wir sind an Alpine vorbei. Ich fass es nicht. Alter, ist das eine krasse Saison oder ist es eine krasse Saison? Oh, Marketing Department? Team Acclaim? Nehmen wir. Wir haben aktuell ein bisschen Geld, was wir nicht unbedingt für Upgrades, für Facilities investieren müssen. Ja, nächstes Ziel wäre für mich so ein bisschen Powertrain hier nach oben zu treiben.
oder vielleicht eher die Quality Control hier. Wenn wir die auf Stufe 3 bringen, 12 Millionen brauchen wir da, dann haben wir halt hier auch nochmal neue Upgrades fürs Chassis. Ja, und dann würden wir Powertrain hier auf Stufe 3 bringen mit der Fabrication und dann die Durability mit Resource Point Generation. Dann hätten wir überall auch was anderes geupgradet. So, ärgerlich, vor Frankreich nicht noch ein Upgrade gebracht. Schade. Das hätte unserem ursprünglichen Team-Motorhersteller ordentlich, ja, ich sag mal, geärgert, wenn wir jetzt zu deren Heim-GP nochmal ein weiteres Upgrade gebracht hätten. Das wäre geil gewesen. Ihr Lieben, crazyste F1-Folge ever, würde ich sagen. Vielleicht noch krasser als Monaco. Auf YouTube vielleicht auch nochmal gefragt, wie findet ihr es? Krasser als Monaco? Monza, meine ich. War Monza krasser, war Monaco krasser? Ihr merkt es, ich bin komplett durch den Wind. Danke fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben da lassen, Abo raus, dann beim nächsten Mal wieder dabei sein und bis demnächst.